Schönen guten Abend. Das heutige Thema ist John Ilguk errichten vom Vatergott zum Elterngott. Jede neue Ideologie, aber auch jede technische Erneuerung ist herausgefordert, sich nicht nur gedanklich, sondern auch sprachlich ganz klar zu manifestieren. Das inkludiert auch klare Begriffe zu verwenden bzw. neu zu schaffen, wenn das notwendig ist. Aber am Ende muss dann alles ganz klar sein. Wir sehen, dass sich die Sprache seit der Einführung des Computers enorm verändert hat. Neue Begriffe wurden geschaffen, einfach weil sie notwendig waren, um die Ideenwelten des Computers genau abzubilden. Auch Mystiker waren mit dieser Sache konfrontiert. Auch die mussten etwas ausdrücken, was sprachlich nicht vorhanden ist. Sie haben tiefe Erlebnisse gehabt, sie haben Dinge erlebt, die unsere Sprachwelt so nicht kennt. Und dieses Phänomen kennen wir auch bei NATO-Erfahrungen. Hier gibt es Leute, die oft Jahre oder Jahrzehnte nicht über ihre Erfahrung sprechen, nicht weil sie nicht sprechen möchten, sondern weil sie es nicht wirklich ausdrücken können, weil die sprachlichen Möglichkeiten nicht ausreichen. Und Vater Moon hat mit seiner Philosophie, mit seiner Weltanschauung auch zahlreiche Erneuerungen und Fortschritte gebracht, die auch sprachlich große Umstellungen erfordern und damit auch einige Herausforderungen darstellen. Um dieses klare Weltbild in eine klare Sprache zu packen und zu Menschen zu kommunizieren, die für sich bereits ein klares Weltbild haben, ein linkes oder ein rechtes, ein liberales oder grünes, ein christliches, islamisches, ein esoterisches, ein spiritistisches oder ein atheistisches und klare Überzeugungen bereits haben, das ist wieder eine neue Stufe der Herausforderung. Und ich möchte mich heute auf die ersten beiden Punkte konzentrieren, weil sie die Voraussetzung für Punkt 3 sind. Von der Vorstellung zur sprachlich-begrifflichen Abbildung, die notwendig ist, um eine gute Kommunikation zu haben. Aber heute möchte ich mich auf diese beiden konzentrieren. Die Beziehung zwischen einem Weltbild und der sprachlichen Abbildung ist so wie das innere unsichtbare Wesen und eine äußere Form. Jeder Weltbilderneuerer ist damit konfrontiert. Und insbesondere der deutschsprachige Raum hat zahlreiche Philosophen, Reformatoren, Techniker, Literaten, Künstler hervorgebracht und dadurch unsere Sprache geschärft und mit präzisen Begriffen ausgestattet. Auch die wahren Eltern haben ein neues Weltbild gebracht, ein sehr fortschrittliches Weltbild, das Gott, Mensch und Natur miteinander verbindet und in Richtung einer friedvollen Zukunft zu führen vermag. Und ich möchte gleich mit den Erneuerungen in diesem Weltbild beginnen. Unser Gottesbild unterscheidet sich in wesentlichen Aspekten von herkömmlichen Gottesbildern. Jahwe ist so ein Gottesbild, Allah ist ein Gottesbild, der christliche Vatergott ist ein Gottesbild, der dreieinige Gott ist ein Gottesbild, um jetzt nur bei den monotheistischen Gottesbildern zu bleiben. Was aber kennzeichnet dann unser Gottesbild? Das markanteste Merkmal unseres Gottesbildes ist, dass Gott ein Zwei-in-Eins-Gott ist. Stichwort duale Wesenszüge. Wir sehen, dass Gott ein Gott von Sungsang und Jungsang, das bedeutet inneres Wesen und äußere Form, zugleich ist. Gott ist maskulin und feminin zugleich. Gott ist männlich und weiblich zugleich. Und Gott ist auch Vater und Mutter zugleich. Das macht einen deutlichen Ruck von Gott ist Vater zu Gott ist Vater und Mutter. Das heißt, Gott ist Eltern. Von einem Vatergott zu einem Elterngott. Wenn aber Gott Vater und Mutter zugleich ist, dann wirft das in unserer Denkwelt sofort die Frage auf, ja, ist er dann nicht ein Doppelgott? Ist das nicht Dualismus? Nein, der Gott von Reverend Moon ist kein Doppelgott.
Unser Gott ist weder auf ein Er-Wesen, also auf ein männliches Wesen, noch auf ein Sie-Wesen reduzierbar. Gott im göttlichen Prinzip ist ein Elternwesen. Und deswegen sagt Vater Mohn hier, Gott ist Eltern der Menschheit, die ursprünglichen Eltern. Diese Eltern sind nicht getrennt, sondern eins. Eine Person. Das ist neu, oder? Das ist ein Riesenschritt in der Gotteserkenntnis. Aber wir haben sprachlich und begrifflich keine Möglichkeit, das treffend auszudrücken. Weder im Englischen noch im Deutschen. Auch im Englischen basteln unsere Theologen mit dem Begriff Parent herum, der auch nicht so recht passen will. Denn Parent bedeutet auch nicht Vater und Mutter gemeinsam. Da gibt es Single Parents und so weiter. Und auch im Deutschen finden wir kein rechtes Wort, das die göttliche Elterneinheit klar zum Ausdruck bringt. Der Begriff Gott in der öffentlichen Vorstellung und Wahrnehmung ist ein einseitig männliches Wesen. Das geht zurück auf Jesus. Wir alle kennen diese Schriftstelle, wo Philippus Jesus fragt, kannst du uns diesen himmlischen Vater, von dem du da sprichst, auch zeigen? Und Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Und dieses Philippus-Syndrom, das haben wir heute noch. Zeig uns Gott, wenn es ihn gibt. Eine Gottmutter ist hier nicht einmal gedanklich vorgesehen und eine Tochter auch nicht. Und da die himmlische Mutter in der Denkwelt nicht vorhanden ist, die hatten ja noch Schwierigkeiten mit dem himmlischen Vater, so wurde sie natürlich auch in die Sprach- und Begriffswelt gar nicht aufgenommen. Irgendwo bleibt im Hinterkopf natürlich noch Genesis 1,27, was besagt, dass Gott den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat, als Mann und Frau schuf er sie, aber dennoch wurde Gott sprachlich und begrifflich als ein Er-Wesen fixiert. Nämlich nicht im Sinne eines generischen Maskulinums, das wir in der Sprache haben und wo andere Dinge mitgemeint sind, sondern eines einfachen Maskulinums. Der Gott, männlich, der seine Kinder schafft. Die Vorsehung, das Gottesbild betreffend, hat sich durch das göttliche Prinzip aber dramatisch weiter bewegt. Gott ist nicht nur ein Vatergott, Gott ist ein Elterngott. Das ist ein Schritt von einem Vaterismus zu einem Elternismus, einem Parentismus. Und der besagt, dass Adam die Verkörperung des Vatergottes ist und Eva ist die Verkörperung des Muttergottes. Das hier ist ein Bild vom 13. Januar 2001 von der Krönung Gottes zum König. Gott Vater und Gott Mutter. Und deswegen heißt es im Buch 11 unseres ursprünglichen Joseon-Gyongs gleich zu Beginn, als der Ursprung des Lebens, der Liebe und der Wahrheit ist Gott der Vater und die Mutter aller Menschheit. Gott im Kern ist Eltern. So gesehen ist es einfach, Gott zu verstehen. Das heißt, Gott im Kern ist nicht bloß Vater oder Gott im Kern ist nicht bloß Mutter. Gott im Kern ist Eltern. Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1968 und das war das Jahr, in dem Vater Mohn den Gottestag etabliert hat. 18 Jahre später, also 1986, klärte Vater Mohn diese Sache noch einmal. Da war in Amerika die Situation, dass die Leute dort immer noch geglaubt haben, Gott ist ein Vaterwesen. Und das ist auch ein typisches Phänomen in der Handhabung einer Sprache, dass Dinge nicht gesagt oder nicht benannt werden und auch nicht ausgesprochen werden, sondern nur mitgemeint sind. Aber Vater Mohn, wenn er sagt himmlischer Vater, dann meint er auch die himmlische Mutter mit. Hier ist das Zitat aus 1986
Obwohl wir ihn, Gott, im Allgemeinen gewöhnlich himmlischer Vater nennen, weil er ein Wesen ist, ist in diesem Konzept auch die Vorstellung enthalten, dass er himmlischer Vater und Mutter ist. Wie können wir dann sagen, dass Gott Vater und Mutter gleichzeitig und darüber hinaus in einem ist? Unserer Denkwelt ist ein solches Denkmuster fremd oder zumindest fremdartig und unserer Sprachwelt auch. Aber genau das ist der Punkt, mit dem das Prinzip der Schöpfung beginnt. Gott ist ein Zwei-in-Eins-Gott. Und das führt uns direkt zu den Erneuerungen im Menschenbild. Welche Auswirkungen hat dieses Gottesbild auf das Menschenbild? Wenn Gott ein Zwei-in-Eins-Gott ist, wer bin ich dann? Lassen wir wieder Vater Mond sprechen. Der Grund, warum Gott die Menschen geschaffen hat, besteht darin, sie in dieselbe elterliche Position zu bringen, die er selbst hat, indem sie ihn durch ihren substanziellen Körper manifestieren. Das heißt, sie, bedeutet Adam und Eva, substanzialisieren Gott, den himmlischen Vater und die himmlische Mutter in getrennter Form. Das heißt, die Menschen sollen Eltern werden, wie Gott Eltern ist. Das heißt, der eine Elterngott teilt sich in seiner Schöpfung auf. Das wiederum heißt, das Bild Gottes wurde erst einmal als ein aufgeteiltes Bild geschaffen. Zwei getrennte Wesen. Und das wiederum bedeutet, dass weder Adam noch Eva als Individuum den ganzen elterlichen Ursprungsgott abbilden können. Wie hat Gott dann diese Partnerhälften geschaffen und was verkörpern diese Partnerhälften genau? Und hier erklärt Vater Mohn, dass Gott geschaffen hat, indem er die beiden Wesenszüge, die in Gott vereint sind, getrennt hat. Das Prinzip der Schöpfung erklärt, warum Gott geschaffen hat, indem er seine dualen Wesenszüge geteilt hat. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott vollständig ist, dann können wir Adam und Eva jeweils als zwei Hälften von Gott betrachten. Adam ist eine Hälfte von Gott und Eva ist eine Hälfte von Gott. Das ist deswegen, weil Gott sich geteilt hat, um sie zu erschaffen. Das heißt aus unserer Sicht, dass Gott die vereinigte Form von Adam und Eva ist. Aus der Sicht Gottes bedeutet das, dass Adam und Eva die geteilte Form Gottes sind. Vereinigt und geteilt. Und auch das hat Vater Mohn ganz deutlich ausgesprochen. Er sagt, 1987 war das, wenn Gott ein persönlicher Gott ist, wem würde er dann ähneln? Er ist die vereinigte Form von Adam und Eva. Das ist eine der Kernaussagen des Prinzips. Geschaffene Wesen sind entweder Mann oder Frau, der Schöpfer hingegen ist beides. Daher kann Adam immer nur Vater, aber niemals Mutter seiner Kinder sein. Gott hingegen ist Vater und Mutter Adams. Und das Gleiche gilt auch für Eva. Ist das, was der heutige Zeitgeist lehrt? Lernen wir diese Dinge in der Schule? Der heutige Zeitgeist des Individualismus gibt vor, dass das Individuum als Grundeinheit der Gesellschaft zu sehen und zu behandeln ist. Die Menschenrechte in ihrem Sozialpakt und Zivilpakt schützen das Individuum. Sie schützen nicht die eheliche Einheit. Auch die Reinkarnation. In der Reinkarnation ist es so, wenn ich jetzt lebe und wenn ich dann sterbe, dann gehe ich in die nächste Welt ein, aber ich komme dann wieder, aber nicht zu meiner Frau oder zu meinen Kindern, zu meiner Familie. Es kann auch sein, dass ich als Frau wiederkomme. Und in der christlichen Erlösung ist das auch so. Deswegen geht im Christentum oder auch bei uns allgemein die Ehe nur, bis dass der Tod euch scheidet. Danach kann der eine erlöst sein, die Partnerin nicht oder umgekehrt. Und Gender
ist in Bezug auf Individualismus eigentlich Individualismus pur. Gender ist drauf und dran, eine dauerpubertäre Gesellschaft etablieren zu wollen, in der die Geschlechtlichkeit etwas Fließendes ist. Das ist nichts fixierbar hier. Und in der beispielsweise ein 80-jähriger Opa sich noch immer nicht sicher ist, ob er ein Mann oder eine Frau oder irgendetwas dazwischen ist. Das führt uns zu einem ganz, ganz wichtigen Schluss. Nämlich, Gott ist ganz und wir sind halb. Nicht wir sind ganz und Gott ist doppelt. In einer kleinen Zwischenbilanz in Bezug auf die sprachliche und begriffliche Situation kommen wir hier zu folgendem Schluss. In unserer Vorstellung mag dieses Gottesbild gut etabliert sein. Auch das Menschenbild mag gut etabliert sein. Aber in der sprachlichen Abbildung haben wir kein Wort, das Eltern als Einheit betrachtet. Und auch das den Menschen als Zweiheit betrachtet, als zwei Pole, die aufeinander hin geschaffen wurden. Und das macht natürlich eine gewisse Schwierigkeit, was die Kommunikation betrifft. Dieses Gottes- und Menschenbild führt uns ganz direkt zum Thema Gesellschaft, das ich hier aber aus Zeitgründen nur ganz, ganz kurz streifen kann. Der Hauptbegriff, den Vater Moon in Bezug auf Politik und Gesellschaft geprägt hat, ist Headwing. Aber was ist Headwing? Das Wort selbst ist klar, es ist ein Ausdruck, der vom Vater Moon selber stammt. Aber was ist der Inhalt? Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz in die Lage eines Übersetzers versetzen und euch vorstellen, wie würdet ihr dieses Wort übersetzen? Ich bin auf alle möglichen Ideen gekommen. Ich habe mich wochenlang damit beschäftigt. Ich bin auch auf die Idee gekommen, Headwing so als Kopfflügel zu übersetzen, so wie in großen Domen, in großen Kirchen, wo mehrere Schiffe sind und Seiteneingänge und wo es einen Haupteingang gibt, wo man dieses große Haupttor aufmacht. Aber es ist ein bisschen schwierig, dieses Wort zu übersetzen. Ich habe dann aufgegeben und bin dann bei Headwing geblieben. Dieses Wort wurde auch von Vater Moon besonders ab 1987 sehr oft verwendet. Wir wissen, dass die ganze Causa-Arbeit ist auf dieses Wort hin aufgebaut. Auch in Unification Thought wird dieses Wort sehr oft verwendet und in der politischen Arbeit überhaupt. Wenn wir aber fragen, welche Bedeutung Vater Moon in dieses Wort hineingelegt hat, dann sind wir wieder beim Parentismus. Vater Moon hat am 1. September 1989, das war ungefähr 1,5 Monate vor dem Berliner Mauerfall, in Alaska das Zeitalter des himmlischen Parentismus ausgerufen. Und das war eine echte Zeitenwende in unserer Geschichte, denn dadurch hat er den Weg freigemacht für viele Dinge. Erstens hat er den Weg freigemacht, die wahren Eltern öffentlich bekannt zu machen. Das hat er vorher nie gesagt, aber nach diesem Zeitpunkt hat er in Korea Ansprachentouren gehalten, wo die wahren Eltern das Hauptthema sind. Zweitens hat er dadurch das Tor geöffnet, Gorbatschow und Kim Il-sung besuchen zu können. Auch das war ein großer Schritt, er war bekannt mit seiner antikommunistischen Arbeit. Und hier Gorbatschow in Russland und Kim Il-sung in Nordkorea zu besuchen, das ist ein Riesenschritt. Ein weiterer Punkt, der dadurch möglich geworden ist, ist, dass die Frauenföderation gegründet werden konnte und dass Reverend Moon das Zeitalter der Frau ausgerufen hat in den frühen 90er Jahren. Und 12 Jahre später, am 13. Jänner 2001, wurde dann Gott zum König gekrönt. Und auch dieses Ausrufen des Zeitalters des himmlischen Parentismus hat ihm die Möglichkeit gegeben, diese Krönung konkret vorzubereiten. Vater Moon hat am 1. September diese Ansprache gehalten, im 1. September 1989,
Ich konnte das Original dieser Ansprache nirgends finden, aber er ist dann von Alaska in die Vereinigten Staaten, also weiter südlich gereist und hat diese Ansprache dann noch ein paar Mal gehalten. Und da sagt er ganz eindeutig, Vater Moons Ideologie kann auf vielerlei Weise beschrieben werden. Moonismus, Unifikationismus, Gottismus oder Hedwig-Ideologie. Und heute habe ich eine neuere Terminologie gefunden. Wahrer Parentismus. So, was können wir uns dann unter Hedwig vorstellen? Der Parentismus, wie wir jetzt wissen oder gesehen haben, ist das Kernstück von John Ilgook. Und unter Hedwig Wings sind Flügel. Da gibt es einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Und am einfachsten ist das bei einem Vogel zu zeigen. Auch in unserem Parlament gibt es den linken Flügel und den rechten Flügel. Und da gibt es Organisationen innerhalb dieser Flügel, die mehr mittig sind oder mehr außen sind. Links oder rechts außen. Aber ausgerichtet sind die nicht auf irgendeine Mitte hier, sondern die müssen ausgerichtet sein auf diese Linie hier. Hier ist das Herz und hier ist der Kopf. Und diese Herz-Kopf-Linie ist eigentlich Hedwig und das ist der wahre Parentismus, um den es hier geht. Und wenn der Kopf sagt, ich möchte jetzt aufsteigen, dann müssten eigentlich die Flügel zu wackeln beginnen. Und nicht so wie bei uns oft im Parlament, wenn ein Linker etwas vorschlägt, dass es die rechte Seite total ablehnt, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es ein Linker vorgeschlagen hat oder eben umgekehrt. Hedwig bedeutet, wie gesagt, nicht die Flügelmitte, sondern diese Linie hier, die Herz-Kopf-Linie, die auf den himmlischen Parentismus ausgerichtet ist. Hedwig bedeutet auch eine Gesellschaft, in der liebevolle Eltern im Zentrum stehen. Nämlich liebevolle Eltern, die ihre Kinder wieder zu liebevollen Eltern erziehen. Das heißt, die nächste Zwischenbilanz würde dann ungefähr so ausschauen. Hier haben wir das genaue Gegenteil, was den Begriff betrifft. Hier haben wir einen klaren Begriff, aber eine unklare Vorstellung. Und auch da sind wir herausgefordert, das in der Kommunikation zu bedenken. Wenn aber dieser Parentismus, von dem ich hier so lange rede, die Zentrallinie vom Gottesbild über das Menschenbild bis hin zur Gesellschaft und zur Menschheitsfamilie und sogar John Ilgook bildet, wird dieser Parentismus dann auch in Gottes lebendigem Lehrbuch bestätigt. Hat der Schöpfer diesen Parentismus auch in seinem lebendigen Lehrbuch in der Natur umgesetzt? Bildet die Natur einen Vaterschöpfer ab oder einen Elternschöpfer? Und die Antwort ist ein ganz klares und unmissverständliches Ja für den Elternschöpfer. Was sagt uns Gottes lebendiges Lehrbuch über das Beziehungsbild von Mann und Frau, die ja zwei einander ergänzende Hälften sind? In diesem Lehrbuch fallen zwei sich ständig wiederholende Kreisläufe auf und es ist ein unaufhörliches Spiel von Einswerdung und Zweiteilung. Hier werden sie eins, da kommt es zur Befruchtung und hier in der Zygote wird dann bestimmt, ob dann ein Bub oder ein Mädchen herauskommt und das ist hier eine Zweiteilung. Das heißt, sie vermehren nicht Eltern, sondern sie vermehren Einzelkinder, die dann wieder zu Mann oder Frau werden, die sich dann wieder vereinigen und die dann in diesem Kreislauf weitergehen. Das heißt, hier kommt der Parentismus ganz deutlich zum Ausdruck. Ohne Elternschaft gibt es keine nächste Generation. Auch Gender kann das nicht ändern. Was aber geschieht da wirklich? Was geschieht hier ein bisschen hinter den Kulissen? Jeder Biologe weiß oder sollte wissen, dass ein Spermium kein Same ist und dass sich bei der Befruchtung keine Samenzelle mit einer Eizelle vereinigt, sondern nur ein Spermium mit einem Ei. Und diese Vereinigung, die bringt dann den Samen hervor. Und der Same ist die Zygote hier. Der Same ist nicht das Spermium, sondern der Same ist die Zygote hier.
Es gibt keinen Samen, der eine Eizelle befruchtet. Es gibt auch in der Pflanzenwelt keinen Samen, der eine weibliche Blüte befruchtet. Ja, kann ich mit einem Kürbissamen eine Kürbisblüte befruchten? Kann ich mit einem Samen überhaupt etwas befruchten? Das geht gar nicht. Was brauche ich, um weibliche Blüten befruchten zu können? Ich brauche Pollen. Was ist das, was da im Frühling herumschwirrt, wenn die Bäume blühen? Es sind Pollen und keine Samen. Manches Mal fliegen zu der Zeit vielleicht schon einmal Löwenzahnsamen durch die Gegend. Diese Blasblumen, die wir da haben, das sind echte Samen. Aber mit diesem Samen kann ich auch keine Löwenzahnblüte befruchten. Und genauso wie der Blütenstaub kein Same ist, ist auch das Spermium kein Same. Das heißt, die Bezeichnung Samenzelle oder männlicher Same ist inhaltlich zumindest hier eine Fehlbezeichnung, ist komplett falsch. Und hier sind wir mit einer Sprachverwirrung konfrontiert, die zu einer Denkverwirrung führt. Eine Sprache, die unsere gesamte Vorstellung irgendwie durcheinander bringt und uns die Sicht auf den innerliegenden Parentismus, der überall hier vorhanden ist, vernebelt. Das heißt auch, dass diese alte Metapher, dass der Mann ein Seemann ist und die Frau das Feld, so nicht ganz stimmt. Es ist nicht unrichtig, dass die Frau das Feld ist, aber es ist unrichtig, dass die Frau nur das Feld ist. Das ist eine Halbwahrheit, diese Metapher, und entspricht nicht dem lebendigen Lehrbuch Gottes. Das impliziert viele, viele Dinge. Der Same, der in die Erde kommt, der kann in der Erde wachsen, der kann in der Erde blühen, der kann dann auch eine Frucht ausbilden, aber dann wird er geerntet und von der Erde entfernt. Und das Feld oder die Erde hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf den Samen. Bei der Frau ist das ganz anders. Hat die Mutter, nachdem sie ein Kind geboren hat, keinen Einfluss mehr auf das Kind? Wir wissen, dass besonders die Mutter für das Kind sehr wichtig ist. Was passiert hier wirklich? Was die Vermehrung und die Erhaltung der Art betrifft, hat die Frau in Gottes lebendigem Lehrbuch genau genommen eine Doppelfunktion. Erstens, sie steuert mit ihrem Ei 23 Chromosomen bei, aber nicht nur das, sondern auch den Eikörper, der dann weiter wächst. Der Mann steuert das Spermium bei, das auch 23 Chromosomen enthält. Und hier kommt es zu einer Fusion und hier wird dann diese Zygote gebildet und diese Zygote ist dann der Same, der sich dann teilt in der Gebärmutter. Und die Gebärmutter wäre hier dann sozusagen in diesem Vergleich das Feld. Und der zweite Punkt ist, nur die Frau kann das Kind zur Welt bringen. Das macht einen deutlichen Ruck von der Mann ist das Zentrum zu die Beziehung zwischen Mann und Frau ist das Zentrum. Die Beziehung, die Mann und Frau ganz macht, die ist das eigentliche Zentrum. Das heißt, wir müssen hier ein klares Verständnis von der partnerbasierten Samenzeugung haben. Es ist nicht so, dass der Vater oder dass der Mann der Frau den Samen gibt, und die Frau schenkt dann dem Mann ein Kind. Sondern das Kind ist der Zusammenschluss von beiden. Und diese partnerbasierte Samenzeugung ist wichtig für uns, damit wir Erblinie oder Blutslinie verstehen und einordnen können. Das heißt, die Basis für die Samenzeugung ist nicht der Mann, sondern die Basis für die Samenzeugung ist Mann und Frau miteinander. Bei allen höheren Pflanzen, Tieren und auch beim Menschen ist die Samenzeugung immer partnerbasiert. Somit ist auch in Gottes lebendigem Lehrbuch der Parentismus, also dieser Elternismus, das vertikale Zentrum und die vertikale Achse. Was gilt es dann aus dem Gesagten zu lernen? Wir sind jetzt bei der Zusammenfassung. Heute sehen wir, dass überall Gleichheit, Gleichstellung und Gerechtigkeit gefordert wird, nämlich
Diese Gerechtigkeit wird gefordert auf der Basis von Gleichheit und Gleichstellung. Alles, was gleich gemacht worden ist, ist gerecht. Allerdings werden diese Themen auf der Grundlage einer individualistischen Lebensphilosophie abgehandelt. Auf der Grundlage des Humanismus oder von Gender oder auch der Menschenrechte. Und hier bildet immer das Individuum die Grundeinheit. Aber wir haben gesehen, dass ein Individuum, ein Mann oder eine Frau, nur die Hälfte ist. Das heißt, aus dieser Sicht wird im Gender oder auch im Humanismus das Halbe zum Ganzen gemacht und als Ganzes gerechnet. Aber damit befinden wir uns gehörig auf dem Holzweg. Nicht Gleichheit gilt es anzustreben und als Ziel zu etablieren, sondern die Ganzheit. Die Ganzheit von Mann und Frau, von Vater und Mutter, von Eltern und Kind, Yang und Yin und so weiter. Gleichheit führt zur Verwirrung, denn Mann und Frau, Vater und Mutter, Eltern und Kinder werden niemals gleich sein. Der Grund, warum ich existiere, ist, weil mein Vater und meine Mutter nicht gleich waren. Punkt. Sind Plus und Minus gleich? Wir alle wissen, dass Plus und Minus nicht gleich sind. Aber sollen wir unseren Kindern einreden, dass sie gleich sind? Genau das machen wir nämlich, wenn wir ihnen sagen, dass Mann und Frau gleich sind. Sind Staubgefäße und Stempel gleich? Nein. Sind Yang und Yin gleich? Nein. Yang und Yin oder Staubgefäße und Stempel sind einander ergänzende Partnerhälften. Das heißt, nicht nur zwei Partnerhälften irgendwie, sondern die müssen einander ergänzen. Ergänzen heißt ganz machen. Das heißt, es genügt nicht, zwei irgendwelche Partnerhälften zusammenzufügen, sondern es müssen eben diese ergänzenden Hälften sein. Ergeben zwei Yin ein Ganzes? Wenn wir den hellen Tag haben und die finstere Nacht, dann ist der Tag Yang und die Nacht ist Yin. Ergeben zwei Nächte einen Tag? Ergeben zwei weibliche Vögel ein Ganzes oder zwei männliche Vögel? Im Naturschutz ist es eigentlich so, dass wenn nur mehr zwei weibliche Vögel von einer Art existieren oder 10 oder 15 Männchen von einer Art existieren, aber kein Weibchen mehr, dann ist eigentlich diese Art ausgestorben. Das heißt, hier haben wir eine riesige Sprach- und Verständnisverwirrung, die sogar auf den Unis, auf den Universitäten fatale Kreise zieht und Professoren und Studenten total vernebeln kann. Nicht horizontale, sondern um die vertikale Angleichung und Gleichstellung geht es. Adam und Eva, Mann und Frau, Plus und Minus, Eltern und Kind werden niemals gleich sein. Das führt nur zur Verwirrung. Aber das Abbild sollte dem Urbild gleich sein. Das heißt, diese Ganzheit sollte sich hier verkörpern. Und diese Verkörperung sollte diese Ganzheit abbilden. Und darum geht es in Wirklichkeit. Wir sollten die himmlischen Eltern abbilden. Das ist das Grundprinzip des Parentismus. Und dieses Gleichheitsbewusstsein sollte erkannt und in der Gesellschaft etabliert werden. Horizontale Gleichstellung, und das ist das, was heute mit Gender probiert wird, das führt zu einer Auflösung der Geschlechtsidentität. Aber vertikale Angleichung hier bedeutet Ganzheit. In einem zusammengefassten Bild würde das dann ungefähr so ausschauen. Diese vertikale Mittelachse bildet das Konzept, dass Eltern ihre Kinder wieder zu Eltern erziehen. Und wir sehen auch, wenn Gott himmlische Eltern ist, dann würden Adam und Eva, sobald sie Kinder haben, Gott zu Großeltern machen. Und diese Linie geht dann hier weiter. Das ist die vertikale Linie, um die es überhaupt geht. Und die wird gebildet, wenn alle Eltern den himmlischen Eltern gleichen.
Aber wir sehen, dass Eltern nicht Eltern schaffen, sondern Kinder. Und jetzt müssen diese Kinder, und das ist sehr bedeutend für die gesamte Gesellschaft, für das gesamte Gesellschaftsbild, müssen diese Kinder in diese Vertikale hereingeholt werden, indem die Burschen zu einem ehefähigen Mann werden und die Mädchen zu einer ehefähigen Ehefrau erzogen werden. Das gilt nicht nur für diese persönliche Seite hier, die hier in diesen Liebesfluss, in diesen vertikalen Liebesfluss hereingenommen werden muss, sondern das gilt auch für die Natur und für die Umwelt. Auch die Natur und die Umwelt, die wir ja brauchen, damit wir körperlich leben können, muss in diese vertikale Linie hineingeführt werden. Und in Wirklichkeit möchten Tiere mit einer Elternliebe geliebt werden, möchten Pflanzen mit einer Elternliebe geliebt werden. Das heißt, das ist sowohl das Grundgesetz für eine blühende Gesellschaft als auch für Naturschutz und Umweltschutz, für nachhaltigen Naturschutz und Umweltschutz. Das ist die Lösung für die Probleme in unserem Leben und Zusammenleben ebenso wie für alle Umweltprobleme. Nicht Angst mache, so wie es heute betrieben wird. Heute müssen wir die Umwelt schützen, weil wir sonst unseren Lebensraum vernichten. Nachhaltige Wirtschaft wird erst gelingen, wenn dieser Parentismus als vertikale Linie hier etabliert wird. Ohne diesen Parentismus versinkt auf Dauer jeder, auch noch so gute Ansatz, am Ende in einem Individualismus, in einem Konkurrenzkampf oder auch in einer Ausbeutung, nämlich nicht nur Ausbeutung der Natur, sondern auch Ausbeutung der Menschen. Und deswegen spricht das Familiengelöbnis von der Souveränität der drei Generationen und von den vier großen Herzensbereichen. Die Souveränität der drei Generationen, das ist hier, weil immer drei Generationen idealerweise auf der Erde leben. Die Eltern, deren Eltern und die Kinder, und das schiebt sich dann weiter. Und die Kinder sollten Eltern werden, die ihre Eltern zu Großeltern machen. Und diese vier Herzensbereiche, die bilden dann die Dynamik, die zur Etablierung der Souveränität der drei Generationen notwendig ist. Ohne diese Dynamik kann diese Souveränität der Drei-Generationen-Familie nicht errichtet werden. Das ist eine Soziologie der Liebe und der menschlichen Entwicklung hin auf ein ewiges Leben in Harmonie und Freude. Was sind jetzt diese vier großen Herzensbereiche? Diese vier großen Herzensbereiche sind auf der Elternebene die eheliche Liebe und die elterliche Liebe, die zu den Kindern geht. Und auf der Kinderebene sind das die Kindesliebe, die zu den Eltern geht, und die geschwisterliche Liebe. Und genau betrachtet ist das deswegen eine runde Sache, weil wir auf der Elternebene eine horizontale und eine vertikale haben. Die horizontale ist die eheliche Liebe. Mann und Frau sind horizontal. Und die vertikale Linie ist die Liebe, die von den Eltern zu den Kindern geht. Das ist etwas Rundes für sich. Auf der Kinderebene haben wir auch zwei Ebenen, nämlich eine vertikale, das ist die Kindesliebe, die zu den Eltern geht. Und wir haben dann noch diese horizontale, das ist die geschwisterliche Liebe. Wenn wir aber jetzt diese vier Herzensbereiche miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass die elterliche Liebe ganz direkt zu den Kindern geht. Und in einer solchen Gesellschaft wäre es dann auch so, dass alle Eltern für alle Kinder in irgendeiner Form eine elterliche Rolle spielen. Und umgekehrt ist es auch so, dass alle Kinder von allen Eltern beschützt werden. Die eheliche Liebe ist etwas ganz Intimes, die geht über die Mann-Frau-Beziehung nicht hinaus. Aber die geschwisterliche Liebe, das ist die Liebe, die überall hinausgeht. Alle Angestellten in einer Firma sollten untereinander wie Geschwister sein. Alle Leute in einer politischen Partei sollten untereinander wie Geschwister sein.
Auch alle Parlamentarier von den verschiedenen politischen Parteien sollten untereinander wie Geschwister sein. Auch alle Religionen sollten untereinander wie Geschwister sein. Und nicht nur das, auch Parteien, politische Parteien, Religionen und die gesamte Menschheit sollten auch wieder untereinander Geschwister sein. So diese geschwisterliche Liebe, das ist die Liebe, die weit hinausgeht in die Öffentlichkeit. Die eheliche Liebe ist nur auf diese Beziehung beschränkt und die Eltern-Kind-Liebe ist vertikal, die von den Eltern zu den Kindern oder von den Kindern zu den Eltern gibt. Was ist jetzt die Soziologie, die Gender etablieren möchte? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber heute regen sich die Feministinnen auf, weil diese gendersche, fließende Geschlechtlichkeit nicht nur den Mann auflöst, sondern auch den Feminismus vernichtet. Die Gendersoziologie ist eine Soziologie bei genauerem Hinschauen einer hedonistischen Ich-Zentriertheit. Der Duden definiert den Hedonismus so: Der Hedonismus ist eine in der Antike begründete philosophische Lehre, Anschauung, nach der das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinneslust und Sinnesgenuss ist. Das private Glück in der dauerhaften Erfüllung individueller physischer und psychischer Lust gesehen wird. So was die begriffliche Fixierung und die sprachliche Abbildung betrifft, gilt es noch viel zu tun, wahrscheinlich auch für die zweite und dritte Generation. Hier ein kleiner Einblick. In Wirklichkeit genügt es nicht, Gott nur umschreiben zu können. Wir müssen Gott auch präzise benennen können. Und wir haben hier zwar die Vorstellung von einem Parentismus, die sich durchzieht von Gott über Mensch, über die Gesellschaft bis hin in die Schöpfung und deswegen passt alles in Wirklichkeit zusammen. Aber was die Wortwahl betrifft, was die sprachliche Abbildung betrifft, haben wir bei Gott Schwierigkeiten, bei der Halbheit des Menschen Schwierigkeiten und auch beim Lehrbuch Gottes. Vielleicht sollten wir das Wort Gott, das sehr stark vom christlichen Vatergott und vom Dreifaltigkeitsgott geprägt ist, einfach durch himmlische Eltern ersetzen und den Begriff Parentismus als den Zentralbegriff etablieren. Das führt uns zu folgender Situation. Über kurz oder lang müssen die Schulbücher dringend um dieses Wissen ergänzt und wo nötig umgeschrieben werden. Wir müssen von der modernen Ahnenverehrung wegkommen, die den Affen als Urahn der Menschheit verehrt und anhimmelt. Hier habe ich ein Bild gefunden, wo ein Menschenskelett ein Affenskelett als Urahn verehrt und anhimmelt. Der atheistische Humanismus ist gleich eine doppelte Katastrophe. Erstens, weil er uns eines Schöpfers beraubt, er beraubt uns des Ursprungs. Und zweitens, weil er uns einer Perspektive beraubt, die über diese Welt hinausgeht, einer Ewigkeitsperspektive. Und damit ist dieser atheistische Humanismus eine Katastrophe, sowohl für Wissenschaft und Forschung, als auch für Philosophie und für die Soziologie und auch in der Wirtschaft und ebenso in der Politik. Und natürlich ist er auch eine Katastrophe in der Bildung. Schöpfer und Geschöpf muss in der Schule ernsthaft diskutiert werden. Eine Selbstentstehung kann nicht die einzig zugelassene Erklärung bleiben, die alle schulischen Denkmuster bestimmt und sogar Religion als das Opium des Volkes abwerten darf. Opium ist ein Rauschmittel. Kein Mensch glaubt, dass ein Auto oder auch nur ein Fahrrad von selbst entsteht. Aber die moderne Bildung möchte uns weismachen, dass Helium, Wasserstoff und die anderen Elemente aus einem zufällig entstandenen Zufall heraus entstanden sein soll. Das kann wirklich keiner verstehen. Hier braucht es ein Gleichgewicht und ein Schöpfergott muss ebenso besprochen werden wie eine Selbstentstehung. Wenn das nicht gemacht wird, dann ist das nicht Bildung, sondern eben Verbildung. Dieser neue Parentismus muss aber auch in die Wertekataloge der Menschenrechte eingeführt werden.
Die höchsten Werte einer Gesellschaft sind Ehe und Familie. Heute werden die Menschenrechte von geldschweren Lobbys zur Familienzerstörung missbraucht und dadurch zur Entkernung der Gesellschaft verwendet. Der Kern der Gesellschaft ist die Familie, und das haben wir besonders jetzt auch in der Corona-Krise ganz deutlich bemerkt. Und der Kern der Familie sind die Eltern. Wenn Nachhaltigkeit diskutiert wird, und Nachhaltigkeit wird überall verlangt, dann muss es auch um die Nachhaltigkeit von Ehe und Familie gehen. Das muss ernsthaft diskutiert werden. Fortschritt darf nicht in Ehescheidungen gemessen werden, sondern sollte in Langzeit, in glücklichen Langzeitehen gemessen werden. Erst das bringt die nötige Stabilität für die Gesellschaft. Das heißt, dass eigentlich die ehelichen und familiären Beziehungen das Rückgrat aller Nachhaltigkeit und der Gesellschaft bilden. Nicht nur das, auch Wirtschaft und Umwelt müssen in diese vertikale Eltern-Eltern-Linie und damit in die Dynamik der vier Herzensbereiche hereingeführt werden. Hier gilt das. Das ist die einzige Chance für nachhaltigen Natur- und Umweltschutz. Und was die Bildung betrifft, müsste ein Grundsatz in den Vordergrund gerückt werden, den ein irischer Dramatiker auf den Punkt gebracht hat, George Bernard Shaw. Und der lautet: Hüte dich vor falschem Wissen. Es ist gefährlicher als Nichtwissen. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir haben der Menschheit etwas zu sagen. Etwas, das die Menschheit unbedingt braucht, um glücklich zu sein. Und wir müssen jene stärken, die zumindest Teile davon schon wissen und praktizieren. Aber dennoch brauchen wir eine klare und unmissverständliche Sprache. Wir brauchen klare Begriffe und Ausdrucksformen, insbesondere was die Ganzheit Gottes, die Halbheit des Menschen, die Identität einer friedvollen und glücklichen Gesellschaft und die Vorgänge im Lehrbuch Gottes betrifft. Als Leitlinie, und damit komme ich zum Schluss, kann vielleicht dieser kleine Überblick helfen. Das Denksystem, unser Grunddenken, hat mit dem Denken von Reverend Moon einen großen Schritt gemacht. Es hat einen Schritt gemacht von einem Single-Denken zu einem Paar-Denken, von einem Single-System zu einem Paar-System, Stichwort duale Wesenszüge, die dualen Wesenszüge, die in den himmlischen Eltern vereinigt und in der Schöpfung überall getrennt wurden, mit dem Zweck, sich wieder zu vereinigen. Es macht einen ganz klaren Schritt von einem männlichen Gott, von einem Vatergott, zu einem Elterngott. Eigentlich hätte ich den Titel dieses Vortrages nennen sollen, so wie es hier steht, vom monotheistischen Vatergott zum monotheistischen Elterngott. Nicht zu einem ditheistischen oder polytheistischen Elterngott, wo Mann und Frau getrennt sind, sondern zu einem monotheistischen Elterngott. Es macht einen Schritt von mannzentriert zu elternzentriert. Die Eltern sind das Zentrum. Es macht auch einen Schritt von einem männlichen Messias zu einem Paar-Messias. Das heißt, es braucht auch einen weiblichen Messias. Das macht einen Schritt von der individuellen Erlösung zur Ehesegnung und zur Erlösung durch die Familie. Und wenn wir von Himmelreich sprechen, dann sprechen wir von zwei verschiedenen Dingen. Wenn wir normal in der Gesellschaft von einem Himmelreich sprechen, dann sprechen wir von einem Himmelreich von Individuen. Jeder geht einzeln in den Himmel. Bei den Mormonen ist das vielleicht anders, und vielleicht gibt es auch andere Gruppen, wo das noch anders ist. Aber normalerweise im Christentum ist im Himmel jeder einzeln. Aber hier, das Himmelreich bedeutet zwei Menschen, die eins werden. John Il Cook. Und all diese Übergänge gilt es hier sprachlich und begrifflich so exakt abzubilden, wie die äußere Form ein inneres Wesen oder wie das Jungsang das Sungsang abbilden soll. Ist es dann richtig, die himmlischen Eltern mit Du anzureden? Natürlich. Auch wenn es anfangs vom Sprachgefühl her vielleicht etwas befremdlich klingen mag.
Aber solange wir das Halbe für das Ganze halten, kann unser Wissen nur Stückwerk bleiben. Natürlich kann ich mit Gottes Vaterhälfte Dinge besprechen oder mit Gottes Mutterhälfte Dinge besprechen, aber wenn ich zum ganzen Gott spreche, dann ist Gott du. Und das ganze Abbild ist erst Mann und Frau gemeinsam. Da liegt noch ein großes Stück Arbeit vor uns, nicht nur für die erste Generation, auch für die zweite und die dritte. Aber um klar zu sehen und diese Arbeit gut machen zu können, ist es notwendig, dass wir nicht in den Problemen um uns herum versinken oder von Problemen herangetrieben werden, so wie der moderne Naturschutz oder auch die gegenwärtige Politik, die von Corona-Neuigkeiten immer wieder von Tag zu Tag vorangetrieben wird, sondern immer den Überblick behalten. Und so möchte ich uns einen Spruch für die kommende Woche und die Zukunft mitgeben, der da lautet: Die einen sehen nur Bäume, Probleme dicht an dicht. Die anderen Zwischenräume und das Licht. Dankeschön.